junge Freunde, bereit für ihren Glauben zu kämpfen, schließen sich dem ersten Kreuzzug an. Die Vergangenheit ist tot. Aber schon bald müssen sie erkennen, dass ihre Ideale missbraucht wurden. Sind Juden keine Sarazenen? Die Armenier haben uns getäuscht. Das ist nicht das Lager von Plünderern. Wir alle, wir kamen nicht her, um zu morden und zu plündern. Wir kamen nicht her als Diebe. Ihre Reise geht weiter. Doch der Sinn ihrer Mission scheint immer zweifelhafter. Ihre Treue zueinander immer brüchiger. Wir sind so weit zusammengereist und jetzt willst du mich im Stich lassen? Wie viele Tote wird es in Jerusalem geben? Wir sind im Krieg. Der Krieg hat nichts Ehrenhaftes. Mit Gott hat das hier nichts zu tun. Auf all meine Gebete im Heiligen Land und in meinen Fieberträumen sah ich, was Gott will. Wir haben das Kreuz verbrannt. Nach Jerusalem! Jerusalem! An ihrem Ziel angekommen, trennen sich ihre Wege. Während der Kampf um die Eroberung Jerusalems beginnt. Pilger oder Krieger, Ritter des Glücks oder des Glaubens. Dies ist die Geschichte der Männer, die im Namen Gottes kämpften. In meinen Augen bist du ein Verräter und ein Feigling dazu. Du hast mein Herz gestohlen, mit nur einem einzigen Blick deiner Augen. Dein Vater war ein großer und tapferer Krieger, der viele Länder erobert hat. Er wurde ein besonnener Mann. Warum hast du das getan? Warum? Herr, hilf mir. Sag mir, was ich tun soll für diese Männer. Wir alle marschieren weiter! Ja! Für Recht und Gerechtigkeit! Ja!